Wo eine Liebe ist, gibt es auch Leidenschaft, die stärker ist als der Tod. Aber es ändert sich alles. Aus Italien. Lassen wir das lieber, ja? Was ist das für ein Geräusch? Popcorn. Du machst Popcorn? Aha, ich sehe mir gleich ein Video an. Ja? Was denn? So eine Art Horrorfilm. Stehst du auf Horrorfilme? Aha. Du hast mir noch gar nicht gesagt, wie du heißt. Warum willst du das denn wissen? Weil ich wissen will, wem ich zuschaue. Irgendwer spielt ein tödliches Spiel. Alles begann mit einem furchtbaren Schrei. Irgendwer hat einen Horrorfilm zu viel gesehen. Irgendwer geht in seiner Liebe zur Perfektion. Hallo? Hallo, Sydney. Einen Schritt zu weit. Magst du Horrorfilme? Es ist doch immer wieder dasselbe. Ein dämlicher Killer lauert einem Mädchen mit prallen Titten auf, das immer die Treppe rauf statt zur Haustür rausläuft. Idiotisch. Es gibt gewisse Regeln, die man unbedingt beachten muss, wenn man in einem Horrorfilm überleben will. Nummer 1, kein Sex. Ich bin's. Niemals, nie, unter keinen Umständen darfst du sagen, ich komm gleich wieder. Denn dann kommst du nicht wieder. Ich hol mir noch ein Bier, auch eins? Ja, klar. Ich komm gleich wieder! Er hat die Regeln nicht aufgestellt. Die Bullen kapieren das nicht. Einmal Prom Night ansehen, das würde Zeit sparen. Aber sie bestimmen sein Töten. Geh nicht ans Telefon. Geh nicht an die Tür. Versuch nicht, dich zu verstecken. Haben Sie Angst? Scream. Hier ereignete sich die erschreckende und grauenhafte Geschichte von Prinz Dracula und der Frau, die er liebte. Ich habe Ozeane der Zeit überquert, dich zu finden. Ja, Dracul. Er hat eine böse, dunkle Seite, die ich unwiderstehlich finde. Ich habe niemals einen Mann mit solcher Leidenschaft für das Leben kennengelernt. Er ist wie kein anderer Mann. Vampire existieren. Diesen bekämpfen wir. Diesem widerstehen wir. Er kann viele Formen annehmen. Er ist sowohl jung und alt. Er kommt als Hauch, als Dunst, als Nebel. Und er verschwindet nach Belieben. Oh, meine Liebe. Die Macht seiner teuflischen Begierde findet kein Ende. Du musst zu ihm gehen. Und du musst ihn lieben. Sie ist willige Dienerin, ergebene Schülerin. Sie ist die Geliebte des Teufels. Dracul! Begleite mich ins ewige Leben.
Deine Rettung ist sein Untergang. Ja! Ich möchte sein, was du bist. Ich möchte sehen, was du siehst. Ich möchte lieben, was du liebst. Dann führe mich fort von diesem Tod. Macht keinen Fehler. Er muss aufgehalten werden. In einer Zeit voller Dunkelheit. Möge Gott sich eurer Seelen erbarmen. Etwas stimmt nicht, er hat einen Fehler gemacht. Als das Böse regierte. Du sollst sterben! Und die Welt einen Helden brauchte. Sie werden unsere Seelen nehmen. Kam Ash. Groovy. Deine Schnürsenkel sind offen. Ash kam aus dem 20. Jahrhundert. Für diese Arroganz. Und landete im Mittelalter. Will ich dich tot sehen. Okay, ihr stumpfsinnigen Blechköpfe. Seht ihr das hier? Das ist mein Zauberstab. Und jetzt reden wir darüber, wie ich wieder nach Hause komme. Von einem magischen Buch verwunschen. Es beinhaltet Wissen, das es dir ermöglicht, in deine Zeit zurückzukehren. Von einem weisen Mann vorhergesagt. Du musst folgende Worte sprechen. Klaatu, Derata, Nektu. Ja, ich weiß, ich weiß. War er ein Wunder an Intelligenz? Klaatu, Derata. Die Worte waren falsch. Du hast die Armee der Finsternis erweckt. Jetzt hat er eine Verabredung. Schau mir in die Augen, Kleines. Sheila! Mit der Armee der Finsternis. Meinst, fandest du mich schön, geliebt? Honey, du hast stark nachgelassen. Lass die Fanfaren ertönen. Holt die Zugbrücke ein. Und vergesst die Cadillacs. Von Kultregisseur Sam Raimi. Nach Tanz der Teufel. Jetzt die Armee der Finsternis. Sie leben. Sie atmen. Sie nerven. Die Armee der Finsternis. Du schlimmer Junge, aber hinter meinem Rücken auszugehen, mit dieser schmierigen Verkäuferin zu küssen und zu knutschen in der Öffentlichkeit. Aber Mom, sie ist... Ich sag dir, was sie ist. Sie ist eine geschäftstüchtige Person. Der Schlangenkopf bringt uns viel Angst und große Gefahr. Du bist gebrandmarkt. Das ist ein Zombie! Hier ist Sergeant Barlow. Ich möchte einen mehrfachen Mörder melden. Yeah.
Bleibt alle cool. Du bleibst cool. Irgendwo in einer gottverlassenen Gegend. Nicht auffallen. Verstehst du die Bedeutung der Worte? Nicht auffallen. Sicher. Haben zwei der gefährlichsten Verbrecher Amerikas Geiseln genommen. Was soll das heißen? Das nennt man einen Punch. Ich werde dir jetzt eine Frage stellen und ich will, dass du nur mit Ja oder Nein antwortest. Was ist? Willst du das hier überleben? Ja. Na schön, Rumtreiber. Treiben wir uns rum. Bis zur Freiheit liegt nur noch eine Nacht vor ihnen. Das ist genau mein Laden. Aber das wird eine höllische Nacht. Wir könnten Probleme bekommen. Da draußen ist eine Meute verdammter Vampire, die hier rein will, um unser verdammtes Blut auszusaugen. Sie haben nur eine Chance. Sie müssen zurückschlagen. Oh ja! Harvey Keitel, George Clooney, Quentin Tarantino, Juliette Lewis. Willkommen in der Sklaverei. Nein, danke. Ich war schon mal verheiratet. From dusk till dawn. Clarice. Das Schweigen der Lämmer. Jetzt neu als Special Edition auf DVD. Sind Sie leicht aus der Fassung zu bringen? Der mit 5 Oscars ausgezeichnete Film. Sein Puls stieg keinen Augenblick über 85. Nicht einmal, als er ihr die Zunge anlässt. Inklusive bester Darsteller. Was denken Sie, wieso zieht er denen wohl die Haut ab? Beste Darstellerin. Sie wissen, wer er ist, nicht wahr? Und bester Film. Und was, Clarice, erblickten Sie? Lämmer. Die Lämmer haben geschrien. Erleben Sie die Spannung wie nie zuvor. Im 5.1 Surround Sound. In exzellenter Bildqualität. Mit unveröffentlichten Szenen, einer Dokumentation mit 9 Interviews von Anthony Hopkins und der Crew, dem Original-Making-of, interessanten Fotos und mehr. Oh, Clarice, Ihr Problem ist, dass Sie aus Ihrem Leben nicht mehr Spaß herausholen. Ich genoss seine Leber mit ein paar Fava-Bohnen, dazu einen ausgezeichneten Chianti. Das Schweigen der Lämmer. Neu als Special Edition auf DVD.